Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute zeige ich euch, wie man einen Cobblestone-Generator bauen kann, beziehungsweise auf Deutsch einen Bruchstein-Generator, glaube ich, oder Pflasterstein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Tutorial. Das erste, was wir tun, ist, wir platzieren erstmal eine Doppelkiste in den Boden hinein und da soll dann später der Cobblestone reinkommen. Dann machen wir dann noch einen Block weg, machen dann mit Shift und Rechtsklick gegen die Kiste einen Trichter und machen dann nochmal mit Shift und Rechtsklick auf den Trichter drauf nochmal einen Trichter und dann hinter den Trichter auch nochmal wieder mit Shift und Rechtsklick drei Trichter gegen den ersten Trichter. Und das sorgt jetzt dafür, dass wenn hier hinten zum Beispiel ein Item reinfällt, also ein Cobblestone, hoppala, muss ich erstmal treffen, so, kommt das dann im Endeffekt in die Kiste. So, das funktioniert schon mal. Das nächste, was wir tun, ist, wir platzieren hier irgendeinen Block. Ich nehme jetzt mal Quarz, aber ihr könnt halt benutzen, was ihr möchtet im Endeffekt. Und da oben drauf platzieren wir einen Obsidianblock. Und wir werden es hier später so hinstellen und dann quasi abbauen. Und der Obsidianblock dauert eben ziemlich lange abzubauen und dementsprechend funktioniert die Farm. Und wir machen aus Versehen nicht hier den letzten Block kaputt. Und dann umranden wir das Ganze hier nochmal mit, wie gesagt, irgendeinem Block. In diesem Fall jetzt Quarz. Und machen hier nochmal so einen kleinen Eingang. So. Perfekt. Das nächste, was wir tun, ist, wir platzieren auf die Trichter nochmal insgesamt vier rein Cobblestone. Und zwar wird später so auch in etwa das Cobblestone dann liegen. Und das ist jetzt nur, damit wir erstmal wissen, wie das Ganze aussehen wird. Und da drüber machen wir einen Block frei und machen dann hier nochmal eine Linie mit Blöcken. Und machen die dann hier auch nochmal so hoch. Und dann platzieren wir von unten gegen nochmal Pistons, die alle nach unten schauen. Weil die werden nämlich später den Cobblestone dann immer wieder nachrücken lassen, sodass wir hier einfach nur stehen und die ganze Zeit den Cobblestone quasi weghauen können. So. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir überlegen uns erstmal eine Seite. Und zwar nehmen wir einfach mal die rechte hier, aber ihr könnt natürlich auch theoretisch die andere Seite nehmen. Und da platzieren wir dann einen Observer-Block hin. Und wenn wir jetzt hier quasi die Cobblestone abbauen, dann wird der Observer beim letzten Cobblestone erkennen, dass hier jetzt sich was ändert und dementsprechend ein Signal rausschicken und dann wieder die Pistons hier oben befeuern und die schieben dann weiter nach unten und wir können halt weiter abbauen. Das ist so die Idee von der Farm. Also das nächste, was wir machen, ist, wir machen hier nochmal eine Reihe Blöcke hin und hier machen wir zwei Reihen Blöcke hin. Und dann machen wir hier nochmal eine kleine Umrandung. So. Und das Ganze machen wir hier hinten auch nochmal. Allerdings hier, wie gesagt, zwei Blöcke hoch. So. Beziehungsweise wir machen sogar drei Blöcke hoch hier. So nämlich. Und dann platzieren wir hier, da wo es am tiefsten ist, das sind hier jetzt insgesamt drei Blöcke tief, platzieren wir gegen den, gegen die Pistons quasi Wasser. So. Und auf der anderen Seite platzieren wir dann gleich Lava. Die können wir uns auch schon mal holen. So. Also hier, wie gesagt, Wasser auf der Höhe von den Pistons, was jetzt insgesamt hier drei Blöcke runtergeht. Und auf der anderen Seite, wo hier jetzt noch eine Reihe Cobblestone zu sehen ist, platzieren wir jetzt überall Lava. So. Und das wird nämlich dafür sorgen, dass das Wasser hier nämlich einfach nur weiter nach unten geht, wenn jetzt zum Beispiel diese Seite hier weggeht und die Lava wird dann langsam fließen und, wie ihr schon gesehen habt, hier Cobblestone entstehen lassen und den werden wir jetzt automatisch nach unten schieben lassen. Also machen wir dafür noch eine kleine Redstone-Verbindung hier und dafür brauchen wir einfach nur Redstone und Repeater und natürlich irgendeinen Block. Ich nehme jetzt wieder Quarz und da platzieren wir erstmal hinter diesen Observer-Block einen Block und gucken dann hier einmal oben. Hier sind die Pistons, das bedeutet, hier geht's lang. Dann machen wir hier ein paar Blöcke nach unten. Und das geht dann bis hier. Und zwar wird der Observer nämlich diesen Block hier powern. Das bedeutet, der ist quasi mit Redstone aufgeladen. Und dementsprechend wird dann dieser Redstone das gepowert. Da machen wir dann einen Repeater in diesen Stein rein. Und der sorgt dann dafür, dass dieser Stein gepowert wird. Und dann wird dieses Redstone hier gepowert. Beziehungsweise eben auch die Pistons, die da unter sind. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier die vier Blöcke wegmache, müsste eigentlich das Ganze runtergeschoben werden, genau. Und das Wasser, beziehungsweise die Lava und Wasser zusammen werden dann hier wieder einen neuen Cobblestone entstehen lassen. Das bedeutet, ich kann mich jetzt hier unten ganz entspannt hinstellen und einfach den Cobblestone immer wieder abfarmen und dann sollte immer wieder Cobblestone nachrücken. Allerdings kann es sein, wenn man zu schnell abbaut, also bedeutet, wenn ich die vier jetzt schnell wegmache, dass hier nichts nachkommt. Das ist so eine kleine Problematik bei dem Ganzen, weil die es dauert halt einfach ein bisschen, bis die Lava hierher geflossen ist und eben Cobblestone entsteht. Aber das können wir auch ganz einfach fixen. Und zwar holen wir uns dafür einfach nochmal einen Knopf, den stellen wir dann einfach hier ran. So, damit wir eben leicht rankommen, falls es mal vorkommen sollte quasi. Und dann platzieren wir hier einfach eine Reihe Blöcke und platzieren dann hier nochmal Redstone. Das bedeutet, falls das jetzt mal so sein sollte, dass das hier nicht nachrückt, können wir jetzt einfach hier nochmal den Knopf drücken. Und ab dann funktioniert es wieder ganz automatisch von alleine. So, das war eigentlich die ganze Farm. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Cobblestone in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit der Farm. Ich hoffe, sie gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.